Oh, Alter, was geht ab, Leute? Okay. Abreisetag. War eine schöne Zeit. Ich habe eigentlich fast alles geschafft, was ich schaffen wollte. Außer zwei, drei Sachen, aber ist ja klar, dass man wirklich nicht 100% schaffen kann. Oh mein Gott. Frisur tot und ich habe gerade meinen Haarspray reingepackt. Wir sehen uns gleich. Ich habe mal die Gegend abgecheckt, wo ich später losfahre. Weil wir fahren nicht vom Hauptbahnhof, weil wir fahren nicht Zug. Also ich rede, ihr und ich, Alter. Wir fahren nicht Zug, weil es gibt irgendwie welche Bahnstreiks und so. Das habe ich halt erst gehört, nachdem ich das alles schon gebucht hatte. Konnte ich aber zum Glück noch stornieren und jetzt fahren wir mit Flixbus nach Hause. Und ich muss halt abchecken, wie lange ich hierher brauche. Hier schon mal mich vertraut machen, damit ich direkt sehe, wo ich hingehe, weil wir haben weniger als eine Stunde, um hierher zu kommen. Weil ich will ein paar Döner mit nach Hause nehmen für die anderen und Döner macht erst um 11 auf und je nachdem heißt ja nicht, dass um 11 direkt alles bereit ist und dann muss ich halt warten, bis das Fleisch fertig ist und ich kaufe ja mehrere und dann muss ich noch hierher kommen, also und am besten muss ich hier ein bisschen früher kommen, also nicht ganze Stunde. Klingt eigentlich machbar, aber ich glaube, es wird eine Herausforderung. Berliner Döner, der ist 10.30 Uhr morgens. Das ist der einzige Dönerladen, also nicht der einzige, aber von den Top-Dönerläden, die mir empfohlen wurden, der bereits offen hat. Dieser Pariser Döner mit 5,0 Sterne, der hat erst ab 11 Uhr offen, das schafft man nicht. Aber den Berliner Döner haben mir auch ein paar empfohlen, sogar Spieletrend, der meinte, für ihn bisher der Beste. Er kennt aber auch Pferd nicht, deswegen habe ich den auch mal jetzt abgecheckt. Bin gespannt und dann gehen wir zu Pferd, schauen wir mal, ob wir da rechtzeitig noch die Döner bekommen und dann ab nach Hause. 3,70, Alter, die Preise in Wien, heftig, Mann. Da gab es so ein paar Mix-Varianten, ich habe einen Mix genommen, XL-Varianten, mit Käse-Varianten, nicht schlecht. Und dann, ich habe ein Foto gemacht, warte, die haben irgendwas 2021 Streetfood irgendwas gewonnen. Berliner Döner Wien wurde 2021 im Falstaff Streetfood Guide zum Kategoriesieger Türkisch Kebab gekürt und mit 4 Sternen ausgezeichnet. Wow! Ich weiß nicht, wie viel das jetzt zu sagen hat, aber ein fettes Ding für so früh am Morgen. Ihr seht hier Mix, beides. Alles frisch, Brot mit Sesam. Der ist echt gut. Der ist echt gut. Der Döner ist halt basic. Aber dafür exzellente. Fleisch ist jetzt nicht so überbesonderes. Keine besondere Technik. Gut auch nicht. Aber alles stabil. Alles stabil, lecker. Man kann halt nichts sagen. Leckes Brot, frische Zutaten, leckes Fleisch, gute Soße. Einfach gut, lecker halt. Hm? Wir können mal echt öfters essen. Na man, leider nicht geschafft, Leute. Ich stand schon in der Schlange ganz vorne. Da kommt, bestellt der vor mir einfach irgendwie so 3 Döner-Teller, noch 4 extra Kebabs. Und ich will selber 3-4 haben, das hätte ich nicht geschafft, das wäre zu risikohaft, deswegen, also jetzt wird es eh schon knapp, aber jetzt dann noch auf meine Bestellung warten, leider nicht, Mann, leider nicht. Oh yes, wieder in München angekommen, war eine chillige Fahrt, alles gut, ich würde sogar sagen, chilliger als Zug, weil es gab Internet, so Steckdose und so. Alter, wir sind, also jetzt bin ich 25 Minuten früher als geplant angekommen, aber in München reingefahren bin ich schon über eine Stunde früher und ich hab mich schon so gewundert, hä? Digga, wir sind über eine Stunde früher da, aber bis zum Top, bis zum Bahnhof hat es dann nochmal 45 Minuten gedauert wegen Münchner Verkehr. Alter, krank, Mann, echt krank. Ja, auf jeden Fall schade, also wir wollten Sonntag nach Walhalla,
nach Regensburg. War schon alles geplant, schon seit längerem, dass alle mal wieder am Start sind. Nico Away für seinen Vlog, Valhalla-Film, Chong wäre am Start gewesen, ich wäre am Start gewesen. Tati hat sich extra freigenommen, Samstag Doppelschicht, damit der Sonntag am Start ist. Bagisch wäre am Start gewesen, wir hatten uns schon so gefreut. Dann hat ein Kollege von uns feiert jetzt Geburtstag und Nico, ich und Chong sind eingeladen. Das heißt, ja, hier dies und das. Chong will saufen am Samstag, das heißt Sonntag kann er nicht so früh los. Nico meinte, vielleicht kann man früher losfahren, damit wir halt dann auch früher zurückkommen, damit wir zum Geburtstag können. Kompromiss hat sich leider nicht gefunden, aber so ist das halt in der Gruppe. Ich habe jetzt versucht, was anderes noch vorzuschlagen, weil hey, wenn eh jeder Zeit hat, okay, muss man vielleicht nicht Valhalla fahren, weil lohnt sich nicht, aber wenn eh jeder Zeit hat, dann können wir eh von 11 bis 4 oder so oder von 12 bis 4 eine Kleinigkeit machen, vielleicht eine Escape Room zocken oder so, auf eine Shisha uns treffen, was trinken, dies, das. Aber no response, man. Wirklich no response. Ich korrigiere mich. Wenigstens hat er geschrieben, er wäre am Start. Kuss geht raus, Ergenmann. Ansonsten, ja, war nett, fast alles geschafft. Ein, zwei Sachen, ein, zwei Leute nicht getroffen. Ich wollte so noch ganz drauf zu diesem höchsten Tower in Wien. Da gibt es so eine Bar, klasse Aussicht. Muss jetzt noch schnell pinkeln, dann treffe ich eine Freundin. Spieletrend auch, aber ich meinte, jetzt dann noch schnell Döner mitgenommen, hat leider auch nicht funktioniert. Und eben Spieletrend getroffen. Echt sehr gut ausgetauscht, viele interessante Sachen. Vieles privat, was ich euch nicht erzählen kann. Ein bisschen hat er über Pogo, haben wir natürlich drüber geredet, Niantic, unser Verhältnis, Verhältnis zu Niantic und so weiter. Und auch sein Privatleben, auch YouTube, alte Zeiten Julian, was da alles war und dies, das. Und auch Tipps und Tricks, wie ich zu YouTube stehe, wie er zu YouTube steht und so weiter und so fort. Algorithmus. Er meinte, ja, ich hätte einfach einen neuen Channel machen sollen und dann hätte das, weil die Videos gar nicht so schlecht sind. Servus. Servus. Wie geht's? Gut? Alles gut. Selber? Sehr schön. Bravo. Sehr gut. Sehr gut. Er meint, ab und zu schaut er die Videos und irgendwie taugt ihm auch. Hat irgendwas, weil, ja klar, Vlogs gibt's schon immer. Food ist momentan auch recht beliebt. Kombination aus beidem. Ich denke mal, ich und die anderen Jungs sind relativ sympathisch. Das hat schon was Lockeres, aber halt Algorithmus. Das mit Pogo, die Hintergrundgeschichte ist einfach zu heftig, dass die Leute nicht loslassen können. Also er meint auch, er hätte selber einen neuen Kanal gestartet. Aber YouTube ist halt nicht mein Hauptding gewesen. Und jetzt an sich ist auch egal, weil jetzt ist eh Cashflow. So, nächster Morgen mit der Kollegin gechillt. Und ja, Wien war geil. Abschließende Worte kommen noch, aber jetzt muss ich erstmal Haare schneiden, denn morgen ist Ivans Geburtstag. Bin wieder da. Ich sehe wieder fresh aus. Ich hätte eigentlich mich für Wien fresh machen sollen und nicht nach Wien mich auffrischen. Hab meine Eltern besucht. Meine Mama hat mir Trauben mitgegeben. Sie will mir immer Obst andrehen. Ja, und jetzt gehen wir noch einkaufen, denn beim Go Asia Markt ist immer am ersten Samstag des Monats 10% Rabatt. Und da können wir auf jeden Fall ein paar Sachen gebrauchen. So, ein paar Sachen gekauft. Die sind krass, Leute. Die sind krass, Leute. Die hatten wir bei Chongs krasser, illegaler Corona-Party. Und da habe ich mir noch was zu essen geholt. Das wurde mir empfohlen. Gehypt. Nicht gehypt, aber empfohlen. Soll ich mal abchecken? Gibt es nicht so oft hier in München. Vor allem der andere Ledoux, wo ich letztens war, der bietet das nicht an. Habe ich aber schon mal getestet. Da ist aber die Kamera ausgefallen. Das sind so, boah, nicht Pfannkuchen, aber so asiatische, chinesische Teigdinger. So, Leute, so sieht das aus. Die Dumplings, aber nur der am Status. Und neben Ledger Uni-Gegend gibt es das auch. Gönnen wir uns. Ist lecker. Echt lecker, Mann. Echt lecker. Bisschen teuer, 6,90 hat das da gekostet. Bisschen teuer, aber kann man probieren. Also ich bin vorhin hier vorbeigegangen.
Wie heißt denn nochmal dieser Gemüsekebab von Ali? Nicht Ali. Mustafa. Mustafas Gemüsekebab. Eine Todesschlange, Mann. Ich denke mir so, Digga. Der ist nicht schlecht, aber im Vergleich zu Pferd ist er so weit unten. Aber die Schlange ist so lang. Also die haben alle keine Ahnung vom Leben. Yo, ich schneide gerade ein paar Videos, damit wir wieder, wie nennt man das, in den Rhythmus kommen. Weil ein, zwei Tage hinterher sind wir jetzt. Zwei Sachen, die ich noch erwähnen wollte. Erstens, was ich am ersten Tag in Wien noch erwähnen wollte, mit DFI, aber ist nicht wichtig, also das ist jetzt kein Insider, irgendwas Krasses, was ihr vielleicht erwartet hattet. Einer auf Twitter hat gepostet, so ein Gewinnspiel, er verlost einmal unter allen, die da irgendwas liken, retweeten und so, ihn folgen, das, was er an einem Tag durch sein LM bekommt. Und das Krasse ist, er macht mehr als ich. Respekt, so ein Deutscher, vom Profilbild her auch relativ jung, ungefähr mein Alter, vielleicht sogar jünger. Und er macht, ich glaube, 480 oder 468 DFI am Tag. Kein Auge, gönne ich ihm, habe ich drunter geschrieben, krass, Respekt. Einer, der mehr macht als ich, echt überraschend. So, vor allem so in dem Alter, weil man denkt sich, okay, irgendwelche reichen Businessmänner, alte reiche Businessmänner, klar haben die mehr als 100 Bitcoin und so und machen dies und das. Aber so ein junger Typ, Respekt, Respekt. Andere Sache, gestern war Nico irgendwo saufen, wieder mal besoffen nach Hause gegangen und ein besoffener Zuschauer, oder ich weiß gar nicht, ob der Zuschauer besoffen war, aber wahrscheinlich, wenn er ihn um die Zeit irgendwo getroffen hat, hat ihn dann angequatscht so und hat leider kein Foto gemacht, weil sein Handy nicht mehr genug Akku hatte, aber hätte gerne ein Foto gemacht und ja, Nico wird nicht so oft erkannt, aber Kuss geht raus an den Zuschauer, der Nico getroffen hat, aber leider nicht mehr genug Akku hatte. Ansonsten abschließend Worte zu Wien. Ja, Spieltrend super nett. Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Ein paar Sachen nicht. Pferddöner nochmal gegessen, leider nicht. Eine Kollegin leider nicht getroffen. Jaffa, Gründungsmitglied von TPT, nicht getroffen. Aber hey, kann man, ja, geht halt nicht so spontan manchmal. Oh mein Gott. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin, DFI, Cashflow generieren, Leute. See you in business und ciao.